Das geht so einfach wie das Brezelbacken, heißt es im Volksmund. Aber Hand aufs Herz, richtig einfach ist das Brezelbacken nicht. Das wissen die Profis von der Bäckerei Hackner und haben mit ihrem Know-how eine Brezelmaschine gebaut. Wir haben uns zusammengesetzt mit dem Maschinenbau und haben gesagt, pass auf, die Maschine muss das und das leisten, die muss so und so ausschauen, die Brezel muss so und so sein. Und dann wurde die Maschine, so wie es jetzt ist, für uns gefertigt. Also die gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Zugegeben, viel braucht es nicht an Zutaten. Mehl, Natursalz, Malz, Hefe, Malzpaste sowie Wasser und Eis zur Temperaturregelung. Die einzelnen Zutaten müssen noch per Hand zusammengeführt werden, aber auch da hilft der Computer. Wir sehen hier genau, wie viel das wir brauchen. Das heißt jetzt Luisenhaler Salz, 811 Gramm. Hier unten haben wir einen Balken, der wandert rüber und erst wenn wir im grünen Bereich sind, dann geht es zum nächsten Rohstoff über. Das heißt also, wir können nie zu viel oder zu wenig reinwiegen. Nach dem Vermengen geht es weiter zur Portionierung. Auch hier wird nichts dem Zufall überlassen. Die Maschine macht immer gleich schwere Stücke, das ist ganz wichtig. Und was in der Maschine passiert ist, im Grunde genommen, hier ist das Teigstück. Die Maschine dreht sich relativ schnell und macht dann im Grunde genommen so eine wunderschöne kleine Teigkugel. Auch ein Teig braucht Entspannung. Im Fall unserer Brezel sind das ganze 12 Minuten, bevor dann aus dem Teig die Brezel entsteht. Hier ist wieder Handarbeit gefragt. Also Brezel drehen grundsätzlich für Anfänger. Zweimal über Kreuz, dann nach vorne, die Brezel ist fertig. Das Ganze geht natürlich auch schneller. Und das sind am Tag ca. 50.000 Brezel, was wir machen, über das ganze Jahr ca. 10 Millionen Brezel. Jede einzelne von Hand geschlungen. Weiter geht's ins Laugenbad. Dann wird der Teig vorgegart, muss aber gleich wieder runtergekühlt werden. Bei minus 35 Grad kann die durchgefroren. Damit ist der Job der Brezelmaschine getan. Der Rest wird dann in den einzelnen Filialen erledigt. Wie wir gesehen haben, ist es nicht ganz so einfach, das Brezelbacken. Aber mit den richtigen Gerätschaften wird es einfacher. Wir könnten jetzt die Maschine nicht hergeben und sagen, was auf, ein anderer kommt und möchte die haben. Außer sagt, was auf, ich möchte die Qualität der Hackner Brezeln haben, dann würde er sich natürlich über die Maschine freuen. Die geben wir aber nicht her. Schade eigentlich.